Hallo liebe Freunde des Spur-G-Blocks. Mit der Einführung der Central Station 2 für LGB hat Märklin ein Zeichen gesetzt. Alle zukünftigen, neu entwickelten LGB-Lokomotiven werden dementsprechend mit einem Märklin MFX-Decoder ausgeliefert. Aus Sicht von Märklin macht es natürlich Sinn, nicht für jede Marke einen eigenen Decoder zu entwickeln und stattdessen Synergieeffekte zu nutzen. Dies macht aber nicht jeden Gartenbanner glücklich. So hat Märklin seinen neuen Decoder von Altlasten befreit, aber viele treuen LGB-Fans sind mit ihren alten MZS-Zentralen glücklich und können die neuen Decoder nicht oder nur zum Teil nutzen. Außerdem sind die Informationen zu den Märklin-Decoder für Gartenbahner überschaubar. Und dass LGB die neue Coop RHB GE443 mit einem Sound der GE442 ausliefert, erhöht leider auch nicht bei jedem Gartenbahner die Akzeptanz des neuen Systems. Der langjährige LGB-Decoder-Lieferant Mashot hat sich daher entschlossen, eigene Decoder für die neue Märklin-Schnittstelle anzubieten. Der Vorteil des neuen Märklin-Systems ist die 28-polige Schnittstelle. Dadurch lässt sich der Märklin-Decoder einfach abziehen und durch einen Mashot-Decoder ersetzen. Mashot bietet mit dem Emotion XLM1 und dem Emotion XLSM1 zwei Decoder für die Märklin-Schnittstelle an. Der in diesem Video zu sehende Emotion XLSM1 bietet gegenüber seinem kleinen Bruder ein integriertes Soundmodul an. Mashot bewirbt seine Decoder mit einer Unterstützung der alten LGB-Zentralen MZS1, MZS2 und MZS3. Ein Grund für viele Gartenbahner, die mit den bisherigen Mashot-LGB-Decodern zufrieden waren, auf die neue Mashot-Decoder umzustellen. Für Besitzer der ganz alten seriellen LGB-Steuerung unterstützt Mashot diese Betriebsart ebenfalls in den M1-Decodern. Laut Aussage von Mashot lässt sich die neue Märklin-Zugbus-Funktion mit speziellen CV-Einstellungen auch auf alten LGB-MZS2-Zentralen mit bis zu 8 Funktionen nutzen. Die moderne Parallelübertragung sowie die Kompatibilität zu DCC und NMRA ist für Mashot ebenfalls selbstverständlich. Im RHB Allegra hat LGB den Zugbus mit Funktion bis F28 unterstützt. Diesen Modus beherrscht der Emotion XLS-M1 natürlich auch. Zusätzlich kann an dem Mashot-Decoder über eine Buchse noch ein zweiter Lautsprecher angeschlossen werden. Über Lötpads lassen sich unter anderem noch ein Spannungspuffer, ein Lautstärkeregler und zwei Funktionsausgänge F7 und F8 verbinden. Die Emotion M1 Decoder unterstützen Lokomotiven mit zwei Motoren und bis zu 3 Ampere. Die Funktionsausgänge und die zwei Kontakteingänge können mit Plug and Play benutzt werden. Insgesamt stehen 8 Funktionsausgänge zur Verfügung. Eine Lok mit Mashot XLS M1 Decoder kann anschließend digital und analog genutzt werden. Alle Gartenbahner, die ihre Modelle gern auf Anlagen von Freunden einsetzen, werden diese Vielfalt zu schätzen wissen. Seinen Stärken spielt Mashot natürlich bei der Soundunterstützung aus. Ein XLS M1 Emotion Sound Decoder ist für die RHB GE443 natürlich im Fachhandel sofort lieferbar. Dabei unterstützt der Mashot Decoder bis zu 6 Soundkanäle. Selbstverständlich stammen die Geräusche bei allen Mashot Soundprojekten vom Vorbild. Zurzeit bietet Mashot 15 für den XLS M1 Emotion Sound Decoder optimierte Soundprojekte an. Mithilfe des Mashot Service Tools und dem Mashot-Programmiergerät lassen sich diese oder eigene Sounds per PC selbst überspielen. Mit der neuesten Firmware-Version unterstützt Mashot auch die Highspeed-Übertragung von Sounddateien. Ein Soundfall braucht nach Angaben von Mashot dann nur ein Siebtel der bisherigen Übertragungszeit. Mit dem Emotion XLM1 und dem XLSM1 bietet Mashot zwei interessante Alternativen für die neue Märklin-Decoder-Schnittstelle an. Mehr Informationen zu dem gesamten Decoder-Programm von Mashot findet man auf der Homepage www.mashot.de. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns bald wieder unter
www.spurgiblog.de. Bis dann!